Langsam wird es hell. Die Nacht geht und der Tag kommt. In der Wiese ist es noch ganz still. Überall auf den Grashalmen sind kleine Wassertropfen. Die haben sich über Nacht gebildet. Diese Wassertropfen nennt man Tau. Da ist eine Schnirkelschnecke. Die kriecht mit ihrem Haus über die nassen Grashalme. Sie mag es, wenn es feucht ist. Da schaut sie sich noch ein bisschen um. Da schläft ein Bockkäfer. Mitten auf einer Margerite. Der Schmetterling hier, ein Ochsenauge, schläft mit zusammengefalteten Flügeln. Es wird immer heller. Und die Sonne geht auf. Das stört den Marienkäfer hier kein bisschen. Der schläft einfach weiter. Schaut mal genau hin, was die Sonne mit den Wassertropfen macht. Wir lassen den Film jetzt mal schneller laufen. Die Wassertropfen verschwinden. Der Film läuft immer noch schneller und eine Löwenzahnblüte öffnet sich. Auf den Wiesenblumen sind jetzt auch keine Wassertröpfchen mehr zu sehen. Die Sonne hat sie getrocknet. Und sie wärmt auch die Tiere, eine Wiesenschnake zum Beispiel. Oder diese Florfliege. Erst wenn ihr warm genug ist, kann sie losfliegen. Eine Honigbiene fängt mit der Arbeit an. Sie hat in ihrem Bienenstock übernachtet und sammelt jetzt Pollen. Dieser große Schmetterling ist ein Segelfalter. Er hat seine Flügel ausgebreitet, damit die Sonne sie wärmen kann. Der wärmt sich auch in der Sonne auf. Das ist ein Schachbrettfalter. Und wenn die Sonne hoch am Himmel steht, können die Schmetterlinge fliegen. Jetzt ist es warm auf der Wiese. Überall sind Tiere unterwegs. Eine Zauneidechse. Sie sucht sich ein warmes Sonnenplätzchen. Die Grashüpfer zirpen. Oder sie fressen. Oder sie streiten sich um den besten Platz. Eine Schmetterlingsraupe mit langen Haaren. Die futtert ein Blatt. Alle Tiere, die Sonne und Wärme brauchen, sind jetzt wach. So wie dieser große Kohlweißling. Oder dieses Grünwidderchen. Und da ist ein Pinselkäfer. Und zwei Streifenwanzen sind da, die paaren sich gerade. Und überall gibt es Bienen. So viele verschiedene Tiere und sie alle leben auf dieser einen Sommerwiese. Sie krabbeln und fliegen umher, bis der Abend kommt und die Sonne wieder untergeht. Mehr vom Elefanten in der ARD-Mediathek.